Und schon mal herzlich willkommen zu der nächsten halben Stunde. Da geht es um Best Experience, die erste europäische Studie zur Customer Experience in der urbanen Mobilität. Das ist jetzt der letzte Beitrag dieser Customer Experience Week. Ich hoffe, die Aufmerksamkeit ist noch da. Vielen, vielen Dank, dass Sie noch dabei sind. In der nächsten halben Stunde wollen wir einfach mal den Blickwinkel ein bisschen wechseln auf diejenigen, die für Ihr Unternehmen arbeiten. Für die ihr Unternehmen arbeiten, also Kunden der urbanen Mobilität. Ich habe eine Liste gesehen, wir haben Automobilhersteller hier, wir haben Mobilitätsdienste hier, wir haben auch Autoversicherungen hier, Energiebetreiber, öffentlichen Dienst, also alle die, die irgendwie in irgendeiner Weise an der urbanen Mobilität interessiert sind. Und da geht es um ihre Kunden, um diejenigen, die diese Services und Produkte nutzen. Aber es geht auch um Sie selbst, denn wir sind Freitagmittag. Sie haben bestimmt viele Pläne für das Wochenende und werden sich ja wahrscheinlich auch zu diesen Plänen irgendwie hinbewegen. Das heißt, sobald Sie Ihren Computer heute ausschalten, werden Sie auch zu Mobilitätskunden, sei es, weil Sie ein Pkw-Fahrer sind im Automobilbereich oder Sie sind vielleicht auch Nutzer von Mobilitätslösungen in Ihrer Stadt oder in den Städten, wo Sie sich bewegen. Also geht es heute darum, wir stellen diese Studie vor. Es gibt viele, viele Kenntnisse zur urbanen Mobilität im weiteren Sinne. Das Besondere an der Studie ist, dass wir dieses Mal nicht Produkte oder Services vergleichen, sondern uns wirklich in die Rolle des Kunden versetzen und uns einfach mal anhören, was ist eigentlich das Kundenerlebnis in der urbanen Mobilität im Kontakt mit Automobilherstellern, Händlern und auf der anderen Seite auch mit Services der urbanen Mobilität alternativ zum Pkw. Das heißt, wir gucken uns auf der einen Seite an Kundenerlebnis im Automobilbereich, auf der anderen Seite haben wir Lösungen analysiert, wie zum Beispiel Carsharing, Motorsharing, Roller, öffentliche Verkehrsmittel, Taxen etc. Und haben uns einfach mal angehört, was erlebt denn eigentlich der Kunde hier im Kontakt zu diesem Unternehmen? Das haben wir auf der gesamten Customer Journey aufgebaut. Was ist dem Kunden wichtig? Wie zufrieden ist man denn eigentlich aus Kundensicht mit den verschiedenen Lösungen in den verschiedenen Interaktionspunkten und nicht nur in Deutschland, sondern es ist eine europäische Studie. Das heißt, wir haben diese ganze Studie auch in UK, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland durchgeführt und da verschiedene Marken und auch verschiedene Services verglichen aus Kundensicht. Für uns ist es jetzt erstmal auch wichtig zu lernen, okay, was sind denn eigentlich diese Momente, in denen man wirklich einen Unterschied machen kann aus Unternehmenssicht? Wo gibt es Handlungsbedarf? Also wo können wir noch was verbessern, einfach damit die Customer Experience auf der ganzen Bandbreite in der ganz gesamten Customer Journey auch besser wird. Die Studie haben wir zusammen mit Motocross Iberica durchgeführt. Wohljan & Partners ist eine Unternehmensberatung, die schon seit 20 Jahren im Bereich Customer Centric Management arbeitet. Wir haben viel Erfahrung in Automotive und auch in alternativen Transport. Motocross Iberica ist spezialisiertes Automotorsport-Zeitschrift, spezialisiert auf Mobilität natürlich und aber auch auf Lifestyle. Das heißt, zusammen haben wir uns einfach mal diese verschiedenen Customer Journeys angeguckt, einmal im Automobilbereich und dann auch für die Mobilitätslösung und dann dazu über 10.000 Menschen befragt, die diese Services oder Produkte nutzen. Natürlich verteilt auf die fünf Märkte, Königreich, Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich. Und das Ganze wird präsentiert auf einer wundervollen Plattform von Forrester, die ja auch Teilnehmer hier im ICEM sind, die Plattform netterweise bereitgestellt haben, damit wir die ganzen Daten ordentlich für Sie sortieren können, bereitstellen können und dann auch analysieren können. Das Ganze ist, wie gesagt, auf der Customer Journey aufgebaut. Wir haben zwei verschiedene Journeys, einmal für die Automobilindustrie und einmal für alternative Mobilitätsdienste. Denn natürlich sind die Touchpoints da ein bisschen anders. Die Studie baut, wie gesagt, auf diesen Journeys auf mit den verschiedenen Touchpoints, Moments of Truth etc., wo man wirklich dann analysieren kann, was ist das Kundenerlebnis in den verschiedenen Touchpoints. Was ist wirklich das auch wichtig für den Kunden? Also wir haben jeweils jeden Touchpoint nach Wichtigkeit und erlebten Emotionen eingegliedert und bewertet aus Kundensicht.
Hier wird, da haben wir dann auch verschiedene KPIs analysiert, wie zum Beispiel den Customer Effort, natürlich den NPS. Wir haben nach verschiedenen Automobiltrends gefragt aus Sicht der Automobilkunden, was ist für sie wichtig in Bezug auf mobile, auf alternative Mobilität. Es gibt natürlich den Vergleich zwischen den Ländern und auch zwischen den Marken und Dienstleistungen, den wir hier analysieren können, dadurch, dass es eine europäische Studie ist. Und wir haben auch die Möglichkeit zu segmentieren nach Alter, Geschlecht, Land, Kundentyp im Sinne von NPS-Werten. Dann haben wir außerdem ein ordentliches Stück Arbeit gehabt im Analysieren von den freien Textfeldern. Das heißt, wir haben ganz konkret nach freiem Text gefragt, zu Referenzen in Verbesserungsvorschlägen. Das war einmal eine Frage zu, was ist das beste Erlebnis, was Sie bis jetzt hatten mit dem Markt oder mit dem Service und was könnte die Branche noch besser machen. Dazu gibt es natürlich Auswertungen, die wir gemacht haben auf sehr konkreter Ebene. Und wir haben jetzt einfach für Sie heute mal zusammengefasst, dadurch, dass wir eine halbe Stunde haben. Wir würden natürlich gerne stundenlang über dieses Thema sprechen. Wirklich jetzt im Vergleich, was läuft in den verschiedenen Ländern besonders gut? Was macht die Automobilbranche in diesem Fall besonders gut? Was läuft nicht so gut? Was kann man noch verbessern? Und auf was sollte sich die Automobilbranche in den verschiedenen Ländern konzentrieren in Zukunft? Da fange ich mal mit dem Vereinigten Königreich an, UK. Da ist besonders aufgefallen, dass der Markt generell sehr offen ist für alternative Mobilität. Das heißt, besonders Menschen unter 45 Jahren sind sehr bereit, ihr eigenes Fahrzeug aufzugeben im Zugunsten von Sharing-Diensten. Das ist in den anderen Ländern nicht so. Hier gibt es aber trotzdem noch Raum zur Verbesserung in Sachen von Prozessen, vor allem im Automobilbereich, in dem im Buchen von Terminen und in den Optionen der Finanzierung, während man ein Automobil erhält. Dann, worauf man sich fokussieren soll, ist vor allem das digitale Erlebnis während der gesamten Customer Journey und Innovation, da ist einfach ein sehr, sehr offener Markt für neue Dinge ist. Spanien ist, und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir in Spanien sitzen, ein Markt, wo Customer Experience schon sehr etabliert ist. Wir sind da ein bisschen Vorreiter in allem, was Customer Experience ist, nicht nur in der Automobilindustrie. Das merkt man jetzt bei dieser Studie daran, dass sowohl der Marken- als auch der Händler-NPS im Ländervergleich am besten dasteht. Schon seit Jahren, wir machen diese Studie in Spanien schon seit längerer Zeit. Dieses Jahr ist das erste Mal, dass wir mehrere Märkte reinnehmen. Was man hier aber trotzdem noch verbessern könnte von der Automobilseite, ist Transparenz in den Tätigkeiten, im After-Sale vor allem, und der Umgang mit Anfragen und Beschwerden, der permanenten Fokus in allen Ländern braucht, aber besonders in Spanien. Und hier ist einfach wirklich die Challenge, dass man so weitermacht. Wir haben gesehen, der NPS ist gesunken, ist immer noch am höchsten in allen Märkten, aber hier gibt es einfach auch einen höheren Kundenanspruch, einfach dadurch, dass Customer Experience generell in allen Branchen mittlerweile ein bisschen Vorreiter ist in Spanien, wird natürlich der Kunde auch anspruchsvoller und da geht es jetzt einfach darum, dass man hier Vorreiter bleibt. In Frankreich sieht es ein bisschen anders aus, da ist das Kundenerlebnis insgesamt wie erwartet, nicht schlechter und nicht besser. Es gibt hier viel Raum für Verbesserungen, um Erwartungen wirklich zu übertreffen und Wow-Erlebnisse zu generieren. Kunden sind ja sehr herausfordernd in Sachen, was digitale Interaktion betrifft. Sie suchen natürlich auch nach neuen Verkaufs- und Servicemodellen. Beim Händler sehen wir, dass es den niedrigsten NPS gibt im Vergleich zu den anderen Ländern und hier ist besonders im Beschwerdemanagement einiges zu tun. Worauf sollten sich französische Automobilhersteller und Händler konzentrieren? Vor allem auf das Beziehungsmanagement in Sachen Service und einfach die digitalen Interaktionen reibungslos laufen. Da gibt es auch noch Challenges von Dingen, die oft nicht so funktionieren, wie wir es gerne hätten. In Italien sehen wir, dass die Kunden generell ihren eigenen italienischen Marken sehr, sehr treu sind, bis sie dann eine schlechte Erfahrung machen. Sie sind auf der anderen Seite auch sehr, sehr kritisch.
Das heißt, wir müssen hier wirklich zusehen, dass man die Kunden loyalisiert und dann auch bei schlechten Erfahrungen trotzdem vor allem in Sachen Beschwerdemanagement hier einen guten Job macht, einfach damit der Kunde dann auch wirklich so treu bleibt, wie er bis jetzt noch ist. Kritische Punkte auch sind in Zahlungsnahme und Finanzierungsoptionen, die dem Kunden hier besonders wichtig sind, neben der Terminplanung und Transparenz in den Servicetätigkeiten. Jetzt kommen wir zu Deutschland, das ist wahrscheinlich der Markt, der Sie am meisten interessiert. Hier sehen wir, dass Deutschland als sehr effizient dargestellt wird von den Kunden, dass daran gemessen, dass der Customer Effort, also der Effort, den Kunden wirklich brauchen, um mit der Marke zu kommunizieren und zu interagieren, sehr, sehr niedrig ist. Kunden sind auch auf der anderen Seite sehr, sehr treu, auch wenn sie eine schlechte Erfahrung haben. Nicht so wie die Italiener, wo es dann auch zu schnell mal umschwenkt. Hier sind generell Kunden sehr, sehr treu. Sie sind im Gegensatz zu UK zum Beispiel sehr, sehr weit davon entfernt, ihr eigenes Auto aufzugeben, zugunsten von Sharing-Diensten. Und sagen auch immer noch weiterhin, dass statt an Wow-Erlebnissen zu arbeiten, hier wirklich Grundbedürfnisse abgedeckt werden müssen. Das geht hier vor allem um Sicherheit und Hygiene, auch in allen Ecken, nicht nur in der Automobilbranche, sondern auch in Mobilität. Und hier geht es wirklich back to basics, das heißt Bedürfnisse der traditionellen Kunden erstmal befriedigen, bevor wir wirkliche Wow-Erlebnisse schaffen wollen. So viel zur Automobilbranche. In der alternativen Mobilität gibt es natürlich auch Unterschiede. Hier in UK sind vor allem Personen unter 25 sehr beeindruckt von den neuen Lösungen, die auftauchen, einfach dadurch, dass es wirklich auch Probleme gibt beim öffentlichen Transportmittel. Und die Taxen weisen auch Effizienzlücken auf. Das heißt, Bike-Sharing ist hier ganz vorne, wie auch Carsharing-Lösungen. Und vor allem schätzt man hier die Optionen, die Multimobilitäts-Apps geben. Das heißt, generell sehr offener Markt. Wir haben es gerade schon gesehen. Wir haben ja große, große Chancen, uns gut zu positionieren, einfach wegen der Schwierigkeiten im Taxisystem und öffentlichen Verkehrsmitteln. In Spanien ist es ähnlich wie in der Automobilbranche. Hier sind auch Benchmark für vor allem öffentliche Verkehrsmittel. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir sind sehr, sehr treu diesen Diensten, die es hier immer wieder gibt. Private Taxen werden sehr positiv bewertet. Nicht so positiv sind öffentliche Taxen zum Beispiel. Und es gibt auch noch sehr, sehr viele Lücken im Beschwerdemanagement, wie in allen Märkten, aber hier ganz besonders. Und da ist aber private Taxen in Sachen Beschwerdemanagement wirklich weit vorne und da kann man sich auch hier was abgucken. Also in Spanien, wie auch in der Automobilbranche, geht es einfach darum, weiter an CX zu arbeiten und wirklich im Battle um Experience hier weiter vorne zu bleiben. In Frankreich wird besonders Bike-Sharing geschätzt. Wir kennen das mit Belieb in Paris zum Beispiel. Das ist hier eine breit empfohlene Mobilitätsoption, nicht nur für Ansässige in Paris, sondern auch für Touristen. Verbesserungsbedarf gibt es in den Carsharing-Optionen, weil es auch nicht viele Anbieter gibt in Frankreich. Die öffentlichen Verkehrsmittel stehen da auch in der Kritik. Ein bisschen ähnlich wie in Italien. Das heißt, hier gibt es klaren Bedarf für Verbesserungen, da Frankreich in Mobilitätsoptionen in 4 von den 10 Diensten am schlechtesten abgeschnitten hat. Also wieder mal eine Chance, hier vorzustechen, wenn man es richtig macht. In Italien, ähnlich wie in Frankreich, gibt es ein bisschen Verärgerung über den öffentlichen Transport. Ganz gut stehen hier alternative Lösungen da, wie zum Beispiel Motorsharing etc. Private Taxi sind auch ganz weit hier vorne. Aber auch besonders an den Prozesseffizienzen muss man arbeiten und wie in fast allen Ländern am Beschwerdemanagement. Denn wie gesagt, der italienische Kunde ist treu, aber auch sehr kritisch.
nicht nur mit der Automobilbranche. In Deutschland kennen wir das ja schon seit Jahrzehnten, ist Mitfahrgelegenheit eine super Option, auch geografisch passt das sehr gut. Kennen wir schon lange und nutzen halt gut und gerne. Allerdings für die anderen Mobilitätslösungen gibt es vor allem für Nutzer über 55 Jahren Schwierigkeiten, da die passende Lösung zu finden. Die Optionen sind manchmal nicht klar, was man eigentlich für Optionen hat, und der Zugriff darauf ist auch ein bisschen schwierig für ältere Personen. Dann gibt es natürlich Verbesserungsvorschläge auch in der Nähe, in der Verfügbarkeit und in der Nähe zum Start- und Zielort. Deswegen sind deutsche Kunden nicht so bereit dazu, ihr privates Pkw aufzugeben im Sinne von Mobilitätslösungen. Da sind wir ein bisschen hinterher im Vergleich zu den anderen Ländern. Und auf Deutschland wollen wir jetzt nochmal speziell eingehen und würden Ihnen auch ganz gerne die Foster-Plattform zeigen, denn da können wir mit den Daten spielen und live sehen, was wir da rausgefunden haben, und speziell gehen wir jetzt nochmal auf Deutschland ein. Silvana, übernimmst du? Ja, ich übernehme. Super. Sieht man mein Screen? Das sollte mich wundern, weil du noch nicht die Moderationsrechte hast. Die hast du jetzt. So, jetzt sehen wir ihn. Sieht man mein Screen? Yep. Passt. Super. Vielen Dank, Lisa. Dann mache ich mal weiter und ich möchte Ihnen jetzt mal direkt die Plattform zeigen. Unser Sponsor Forster, der Lisa schon erwähnt, war wichtig, um das Dashboard dann wirklich schön zu haben und mit den Daten spielen zu können. Und wir gehen mal zum Automotive-Bereich und schauen uns mal an, wie die Resultate für Deutschland aussehen. So. Dauert ein bisschen mit dem Laden, sorry. Also hier kann ich jetzt, ich bin jetzt direkt in dem Portal drin, suche mir mal eine Marke aus, zum Beispiel ich gehe zu BMW, nehme das Land Deutschland und kann auch direkt BMW jetzt mal mit dem Rest der Automobilmarken vergleichen oder mit einer konkreten. Wir lassen das mal mit dem Rest der Automobilmarken, da sehen wir halt alles, was jetzt BMW-Kunden gesagt haben im Vergleich zu den allen anderen Marken, und gucken uns erstmal auch nur die Gesamtresultate für Deutschland an. Wir können dann später auch noch filtern nach bestimmten Altersgruppen, die wir uns dann auswählen können. Wir gucken uns erstmal alle an. Wir können auch schauen, ob wir jetzt nur die männliche Zielgruppe anschauen wollen oder auch die weibliche oder alle. Wir lassen das auch mal bei allen und können auch noch mal schauen, ob wir Unterschiede sehen zwischen den Personen, die uns wirklich empfehlen, also unsere Promoter sind laut der NPS-Methode, ob sie passive sind oder Detractors. Im Moment sehen wir das Portal in Englisch. Was man aber machen kann, wissen wir, mit Google Translate können wir die gesamte Website dann auch auf Deutsch übersetzen, wenn wir das auf Englisch nicht sehen möchten. Wir zeigen es im Moment auf Englisch, weil die Übersetzung nicht ganz so doll ist mit diesen Web-based Services, aber insgesamt geben sie uns ein gutes Gefühl dafür. Trotzdem zeige ich das jetzt erstmal auf Englisch. Gut, dann schauen wir uns mal an, wie BMW in Deutschland performt im Vergleich zu den Rest der Marken. Und da sehen wir als erstes die Kurve der Customer Journey, die Lisa vorher auch gut erwähnt hatte und dargestellt hatte. Wir haben jetzt über alle Touchpoints hinweg in der Automotive Customer Journey den Kunden gefragt, wie wichtig sind dir bestimmte Touchpoints und wie fühlst du dich eigentlich gerade dabei? Wie ist das Kundenerlebnis da? Und jetzt sehen wir hier die Kurve von BMW. Da sehen wir in blau die Kurve der Wichtigkeit aus Kundensicht und können schon mal sagen, aha, interessant, für den Kunden der Touchpoint, der am wichtigsten ist bei BMW, ist wirklich, ich mache jetzt einen Termin für einen Werkstattbesuch. Und die Emotion ist dann die orangefarbene Kurve und sehen zum Beispiel, was am meisten eine positive Emotion beim Kunden hervorruft, ist dieser Touchpoint. Und das ist einfach, dass ich das Modell, was mir am meisten zusagt, finden kann, weil ich auf der Website gut unterwegs bin und das gut auswählen kann. Das ist was, wo die positive Emotion ist. Interessant. Insgesamt können wir sagen, es gibt für BMW eigentlich keinen
Moment of Truth, wo der Unterschied zwischen Wichtigkeit und der Emotion mindestens 15 Punkte sind. Und so sehe ich auch grundsätzlich, wo ich jetzt auch in meiner Customer Experience arbeiten kann als BMW. Interessant, ich sehe einen Touchpoint, der den Kunden eigentlich gar nicht wichtig ist, aber die Emotion sehr, sehr positiv. Und das ist, wenn ich sage, ich möchte mir ein Beschwerdemanagement, ich möchte, dass man meine Anfragen und Beschwerden gut managt. Da sehen wir, dass BMW da wirklich sehr overdeliver, also das sehr, sehr, sehr gut leistet, aber teilweise für den Kunden gar nicht so relevant ist. Interessant, kann man natürlich dann auch seine Interpretation daraus ziehen. Wenn ich mich jetzt aber mit dem Rest der Automarken vergleiche, sehe ich schon, einige Sachen sind sehr lineal, ähnlich, und dann sehen wir hier ein paar Ausreißer. Ne? Zum Beispiel auch wie auch in diesem Touchpoint, ob ich als Kunde wirklich auch dazu gewillt bin, bestimmte Fehler auch zu verzeihen. Ne? Also auch wie stark ist eigentlich die Markenloyalität, die wir da haben. Und da sehen wir, da ist BMW sehr viel besser positioniert als der Rest der Marken. Ne? Da können wir schon sagen, dass die Markentreue und die Loyalität zur Marke bei den BMW-Kunden viel höher ist als im Vergleich zum Rest der Marken. Das ist einfach mal die Übersicht über die gesamte Customer Journey. Dann können wir nochmal sehen, das ist eine andere Darstellung auch der Journey, wo wir sehen, welche der Touchpoints sind eher in diesem Bereich. Da können wir ein Wow-Erlebnis, Kundenerlebnis kreieren. Da haben wir ein paar Kandidaten in dem Bereich, also wo zwischen Wichtigkeit und Emotion das mindestens bei 60% liegt. Oder auch im Gegensatz dazu gibt es etwas, was im Flop-Bereich ist, und da sagen wir bei BMW nicht. Da ist man grundsätzlich, können wir sagen, dass BMW ein gutes Kundenerlebnis gewährleistet und einige Kandidaten der Touchpoints auch im Wow-Erlebnis sind. Also, dass wir sagen können, da können wir uns wirklich differenzieren im Kundenerlebnis in der Customer Journey. Und dann sehen wir unten auch dort den Vergleich zu den bestimmten NPS-Werten. Hier sehen wir, der NPS von BMW in Deutschland liegt bei 38%. Dann sehen wir auch, was ist der Vergleich zum Durchschnitt im Markt in Deutschland. Da ist BMW drüber. Sehen aber auch, was ist die Marke, die am schlechtesten bewertet wurde. Da liegt der NPS bei 6, ist zwar noch positiv. Das ist gut, ist positiv, nicht negativ, aber relativ niedrig. Und welche Marke hat den höchsten NPS? Da liegen wir bei 56%. Da können wir sagen, okay, BMW ist jetzt über Durchschnitt, aber immer noch ziemlich weit entfernt von der Marke, die am besten bewertet worden ist. Und so sehen wir das auch bei dem Händler. Wir fragen ja auch, ob man den Händler wirklich empfehlen würde oder nicht. Und da sehen wir ein ähnliches Bild. BMW ist überdurchschnittlich, aber immer noch ziemlich weit entfernt von der Marke, die das am besten macht aus Kundensicht. Customer Effort, wie auch Lisa schon gesagt hatte, in Deutschland grundsätzlich hoch. Weil wir auch sehr effizient unterwegs sind, also hoch meine ich, sehr positiv bewertet für den Kunden, weil niedrig gewertet. Und da ist auch BMW, da könnte man noch besser werden. Ne? Die beste Marke ist da bei 2,78 und BMW liegt bei 4,29. Also da könnte man vom Customer Effort her noch etwas besser werden in Richtung Kundenerlebnis. Grundsätzlich sehen wir auch, dass die BMW-Kunden sagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass sie auch BMW wieder kaufen würden, liegt bei 60%. Das ist auch überdurchschnittlich und da ist der Gap zur besten Marke niedriger, als wir es beim NPS gesehen haben, nur 5%-Punkte. Also wichtig ist mir, wir können mit den Daten sehr viel spielen, interpretieren, sehen auch zum Beispiel, was ist das hauptsächliche Gefühl im Kundenerlebnis, was BMW-Kunden bewerten. Da sehen wir, bei BMW am höchsten mit 49% die Zufriedenheit, die ist grundsätzlich unter dem Durchschnitt der anderen, aber dafür sehen wir das Thema Stolz, ne? Also wirklich höher bewertete Emotionen in dieser Skala, ist man grundsätzlich viel, viel stolzer als BMW-Fahrer als bei anderen Marken, ne? Und da sehen wir einen großen Unterschied, das ist doppelt so viel, 18% der BMW-Kunden sind stolz, versus 9% im Durchschnitt. Also da würden wir sagen, man könnte sagen, klar, Zufriedenheit ist niedriger, aber dafür ist auch der Stolz viel höher. Also es ist insgesamt ein positives Erlebnis für BMW. Und dann haben wir auch grundsätzlich noch gefragt, wie wahrscheinlich ist auch, dass man ein Elektroauto kaufen wird in den nächsten 3 Jahren. Sehen wir bei BMW
grundsätzlich überdurchschnittlich und ist ja auch komplementär zur Strategie, die BMW fährt mit der ganzen Modelloffensive im Bereich Elektro- und Hybridmodelle. Dann sehen wir auch für BMW-Fahrer grundsätzlich, wie wahrscheinlich ist es, dass man jetzt eigentlich komplett auf Carsharing zum Beispiel wechseln würde. Das ist auch überdurchschnittlich, wenn wir das zu dem Rest der Marken vergleichen. Sehr interessante Information. Und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, eigentlich gar kein Auto mehr zu kaufen und nur noch auf alternative Mobilität umzusteigen. Und ich komme mal ganz kurz aus der Regie, weil wir haben noch 4 Minuten, weil ich habe hier echt einen Notfall, den ich versorgen muss. Wenn ihr noch Fragen stellen wollt, zulassen wollt, dann müsst ihr jetzt eben gucken, wie ihr das mit der Zeit macht. Das wäre super, da wäre ich euch sehr dankbar. Kein Problem. Ich würde jetzt gerne auch mal zeigen, wie es bei der alternativen Mobilität aussieht. Also zum Beispiel, dass wir uns mal Carsharing angucken in Deutschland, wie das grundsätzlich aussieht. Einfach mal als Vergleich. Wir sehen die ähnliche Methode. Wir haben die Customer Journey mit der Wichtigkeit und der Emotion. Sehen wir grundsätzlich im Carsharing das positive Kundenerlebnis ist wirklich, wenn ich die Multi-Mobility-Service-App benutzen kann. Ich habe nicht nur einen Service, sondern auch verschiedene, die ich nutzen kann. Das funktioniert sehr gut, ist für den Kunden sowohl wichtig als auch sehr positiv bewertet. Und wenn wir mal schauen, wie es beim Carsharing ist, was jetzt wirklich der Touchpoint ist, der am niedrigsten liegt, ist teilweise wirklich, dass die Konditionen und die Optionen wirklich klar sind in meiner App. Also da sehen wir auch eine ganz andere Customer Journey und wie sie bewertet worden ist. Auch hier beim Carsharing haben wir jetzt kein Moment of Truth, aber sehen schon sehr viele interessante Insights, die wir hier dann wirklich für unsere Kurs Customer Experience Strategie im Carsharing nutzen können. Was wir interessant fanden, ist auch nochmal zu zeigen, NPS, da hat Elisa auch schon gesagt, dass da in der alternativen Mobilität nur in Spanien der NPS positiv ist, übergreifend. Und hier sehen wir Carsharing Deutschland, haben wir auch einen negativen NPS im Carsharing. Und grundsätzlich haben wir dann noch sehr, sehr viel Option, Sachen zu verbessern. Ich würde aber auch sagen, Rainer, weil du so einen Zeitdruck hast, mir war wichtig, mal das Portal zu zeigen mit den Haupt-KPIs und wie man dann spielen kann, wie man wirklich einen Deep Dive in die Daten machen kann, die Lisa jetzt grundsätzlich im Überblick erklärt hatte. Wir werden denjenigen Teilnehmern, die an der Präsentation interessiert sind, schicken sie uns einfach eine E-Mail, dann schicken wir in die Präsentation. Und wenn Sie möchten, weil wir jetzt ein bisschen unter Zeitdruck sind, können wir das Portal auch nochmal separat zeigen. Da sind wir so offen, weil sicherlich, wie gesagt, wir haben verschiedene Teilnehmer, sowohl aus dem Automobilbereich, Carsharing, Versicherer. Verschiedene Industrien können aus dieser Studie und aus den Daten sehr viele interessante Insights für ihre eigene Customer Experience Positionierung herausziehen. Und da sind wir natürlich sehr offen, da wir einfach nochmal separate Sessions machen können für diejenigen, deren Interesse haben.